Ja, hallo und herzlich willkommen zum letzten Video aus dem zweiten Teil meiner Reihe Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wir haben jetzt in diesem Teil diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen kennengelernt. Wir haben wichtige Kenngrößen auf diesen Verteilungen kennengelernt. Und ich möchte diesen Teil jetzt mit diesem Video abschließen, wo ich nochmal eine Zusammenfassung mache über das, was wir so besprochen haben, die wichtigsten Eigenschaften nochmal herausstellen, die Verteilungen, die wir kennengelernt haben, nochmal ganz kurz abreißen, einfach um nochmal alles kompakt zusammen zu haben, um dann mit dem dritten Teil zu starten, wo ich über kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsverteilungen reden möchte und über Eigenschaften und Ungleichungen und weiteren interessanten Dingen, die man auf diesen kontinuierlichen Räumen ebenso machen kann. Wir haben in diesem Teil insbesondere den Laplace'schen Wahrscheinlichkeitsraum nochmal formal kennengelernt und definiert. Das war der Wahrscheinlichkeitsraum, in dem alle Elementarereignisse die gleiche Wahrscheinlichkeit haben sollen. Und deswegen kam es bei dem Laplace'schen Wahrscheinlichkeitsraum auch nicht mehr darauf an, die Elementarereignisse eines Ereignisses explizit zu kennen, sondern es kam da eben nur darauf an, zu wissen, wie viele Elementarereignisse ein bestimmtes Ereignis ausmachen. Und als ein Hilfsmittel, um diese Möglichkeiten zu berechnen, haben wir unter anderem den Binomialkoeffizienten kennengelernt, der eben halt uns die Anzahl der Möglichkeiten angibt, die ich habe, aus n unterscheidbaren Objekten k auszuwählen, wenn ich mich für die Reihenfolge diese Objekte nicht interessiere und jedes Objekt eben halt nur einmal wählen können soll. Wir haben den Begriff der Zufallsvariable kennengelernt als eine Abbildung von Elementarereignissen in die reellen Zahlen. Also die eine Zufallsvariable ordnet in gewisser Weise Elementarereignissen reellen Zahlen zu und ermöglicht damit eben eine ganze Menge Dinge, die man eben halt so berechnen kann. Insbesondere haben wir da diverse Kenngrößen kennengelernt. Wir haben zum Beispiel den Erwartungswert kennengelernt als denjenigen Wert, denjenigen Wert der Zufallsvariable, den das Experiment im Mittel so annimmt. Wenn ich das Experiment also sehr oft ausführe, welchen Wert erwarte ich da im Mittel? Wir haben die Varianz kennengelernt als ein Maß dafür, wie stark die einzelnen Ausprägungen der Zufallsvariable um diesen Erwartungswert herum schwanken, und die Standardabweichung als Wurzel aus der Varianz, die in gewisser Weise dieses Quadrat, was in der Varianz auftrat, wieder kompensiert von der Größenordnung oder von der Einheit her. Wir haben die Schiefe kennengelernt, die uns also etwas darüber aussagt, ob die Verteilung eher links oder eher rechts schief ist, ob ich also große Ausprägungen der Zufallsvariable eher links oder eher rechts vom Erwartungswert erwarte. Wir haben die Kurtosis kennengelernt, die uns etwas darüber aussagt, wie stark oder wie flach oder wie spitz die Verteilung gewölbt ist, und haben das in Relation gesetzt zu einer Verteilung, die wir noch nicht kennen, zur Normalverteilung, die aber in einem der nächsten Videos eine ganz fundamentale Rolle spielen wird. Und wir haben uns auch dafür interessiert, was ich auf mehreren Zufallsvariablen als Kenngrößen so diskutieren kann. Da haben wir zum Beispiel die Kovarianz kennengelernt und den Korrelationskoeffizienten, welche also den linearen Zusammenhang zwischen zwei Zufallsvariablen beschreiben sollen. Wir haben diskutiert, dass der Erwartungswert linear ist, und haben den Verschiebungssatz für Varianzen und Kovarianzen kennengelernt, der also immer hilft, die Varianz oder die Kovarianz einer Zufallsvariable zu berechnen, einfach weil er eben halt uns ermöglicht, das Ganze nochmal über eine andere Rechenvorschrift zu tun, die, je nachdem, was man so über die Zufallsvariable kennt oder wie die Zufallsvariable sich so darstellt, eben halt einfacher zu berechnen ist. Und wir haben ebenfalls viele diskrete Verteilungen kennengelernt, nämlich die Gleichverteilung, die Bernoulli- und die Binomialverteilung, die Poisson-Verteilung, die geometrische Verteilung und die hypergeometrische Verteilung als exemplarische Beispiele dafür, wie diskrete Verteilungen so aussehen können. Ich habe hier die wichtigsten
Zusammenhänge nochmal aufgeschrieben. Also der Binomialkoeffizient n über k, der war eben halt definiert als n-Fakultät durch n-k-Fakultät mal k-Fakultät und gab, wie gerade schon gesagt, die Anzahl Möglichkeiten an, die ich habe, aus n Kugeln k Stück auszuwählen. Also n unterscheidbare Objekte habe ich und dafür möchte ich k auswählen, wobei mir die Reihenfolge egal ist und ich halt jedes Objekt nur einmal wählen darf. Dann habe ich n über k Möglichkeiten. Der Erwartungswert einer Zufallsvariable war definiert als die Summe über alle Ausprägungen der Zufallsvariable multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit für ihr Auftreten und das aufsummiert über alle Werte, die die Zufallsvariable so annehmen kann. Wir hatten schon gesagt, der Erwartungswert ist linear, das heißt, der Erwartungswert einer solchen linearen Transformation ergibt sich als lineare Transformation des Erwartungswertes und der Erwartungswert einer Summe ergibt sich immer als Summe der Erwartungswerte. Das gilt immer, selbst dann, wenn die Zufallsvariablen abhängig sind. Wenn die jedoch unabhängig sind, dann gilt das Ganze auch für das Produkt. Also die wahrscheinlich der Erwartungswert von x mal y ergibt sich dann als das Produkt der Einzelerwartungswerte. Aber wie gesagt, nur dann, wenn die beiden Zufallsvariablen unabhängig sind. Die Varianz einer Zufallsvariable hatten wir definiert als den die erwarteten quadratischen Abweichungen der Zufallsvariable zu ihrem Erwartungswert. Also wir haben hier x, die Zufallsvariable, minus e von x, also die Abweichung zum Erwartungswert, das Ganze quadriert und davon bilden wir wieder den Erwartungswert und das Ganze ergibt sich nach dem sogenannten Verschiebungssatz auch zum Erwartungswert von x Quadrat minus dem Erwartungswert von x und das Ganze quadriert. Das ist wie gesagt der Verschiebungssatz für Varianzen. Auch hier haben wir hergeleitet, dass die Varianz von a mal x plus b sich ergibt als a Quadrat mal die Varianz von x, also dass diese konstante Verschiebung um den Wert b hier keinen Einfluss hat, weil die Varianz ja nur die Abweichung zum Erwartungswert messen soll und durch diese konstante Verschiebung hier verschiebt sich ja der Erwartungswert genauso. Und das a kommt eben halt quadratisch aus der Varianz raus. Die Varianz der Summe von zwei Zufallsvariablen x und y ergab sich als die Summe der Einzelvarianzen, wenn x und y unabhängig sind. Und wenn die ganzen, wenn x und y nicht unabhängig sind, dann haben wir eben halt die Varianz dieser Summe als Varianz von x plus Varianz von y plus 2 mal Kovarianz zwischen x und y hergeleitet. Wir haben die Schiefe kennengelernt als die erwarteten Abweichungen zum Erwartungswert in der dritten Potenz und das Ganze normiert auf die dritte Potenz der Standardabweichung. Und wir haben die Kurtosis kennengelernt als die erwarteten Abweichungen zum Erwartungswert zur vierten Potenz. Und das Ganze normiert auf die Standardabweichung zur vierten Potenz. Und wir haben die Kovarianz zwischen zwei Zufallsvariablen eingeführt als den als sozusagen den Erwartungswert dieses Produktes hier, wo wir halt x minus e von x multiplizieren mit y minus e von y. Und wir haben hier zum Beispiel diskutiert, dass die Kovarianz zwischen x und y positiv ist, wenn ich so eine Art gleichgerichteten Zusammenhang habe, also wenn große Werte von x mit großen Werten von y einhergehen und kleine Werte von x eben mit kleinen Werten von y einhergehen, während die Kovarianz kleiner 0 ist. Wenn das genau andersrum ist, also dass große Werte von x mit kleinen Werten von y einhergehen und kleine Werte von x mit großen Werten von y einhergehen. Und dass die Kovarianz eben zum Beispiel 0 ist, wenn x und y unabhängig sind. Auch das haben wir bewiesen. Wir haben auch den Verschiebungssatz für Kovarianzen kennengelernt, der nämlich sagt, dass ich die Kovarianz zwischen x und y berechnen kann als den Erwartungswert von x mal y minus den Erwartungswert von x mal den Erwartungswert von y. Ganz ähnlich zum Verschiebungssatz für Varianzen. Und wir haben eben halt noch eine ganze Menge konkreter, diskreter Wahrscheinlichkeitsverteilungen kennengelernt. Ganz zu Anfang haben wir die sogenannte diskrete Gleichverteilung besprochen. Und dabei sagen wir, dass x gleich verteilt ist, wenn die Massenfunktion sich eben halt als dieser konstante Term hier ergibt. Der hängt ja von x gar nicht ab. Also die Wahrscheinlichkeit für jedes einzelne Element soll eben halt identisch sein, und zwar 1 durch b minus a plus 1. Wäre dabei, dass x eben alle Werte, alle ganzen Zahlen zwischen a und b annehmen können soll. Und wir haben eben zum Beispiel hergeleitet, dass der Erwartungswert von x dann a plus b halbe ist. Das, diese diskrete Gleichverteilung hat man zum Beispiel, wenn ich in Laplacenräumen unterwegs bin und die Elementarereignisse dann einfach trivial durchnummeriere. Oder wenn ich zum Beispiel einen Würfel betrachte oder sowas,
dann kann man diese Gleichverteilung immer ganz gut gebrauchen. Wir haben die Bernoulli-Verteilung kennengelernt. Wir sagen eben, x ist Bernoulli-verteilt mit Parameter p, wenn x im Grunde nur zwei verschiedene Ausprägungen annehmen kann, nämlich 0 und 1. Und zwar, wenn der Wert 1 angenommen wird mit Wahrscheinlichkeit p und der Wert 0 mit Wahrscheinlichkeit 1 minus p. Da haben wir dann auch relativ leicht schlussfolgern können, dass der Erwartungswert von x eben p ist. Und so eine Bernoulli-Verteilung, die tritt eigentlich immer dann auf, wenn ich halt ein Zufallsexperiment habe, das genau zwei Möglichkeiten hat, wie es ausgehen kann. Also zum Beispiel so ein Münzwurf, ob der jetzt fair ist oder nicht, kann ich dann über diesen Parameter p regeln. Und dann haben wir x kennengelernt, die Binomialverteilung kennengelernt, als sozusagen eine gedankliche Erweiterung dieser Bernoulli-Experimente, wo ich sage, ich habe so ein Bernoulli-Experiment, das ich eben halt n mal unabhängig voneinander wiederhole und mich dann dafür interessiere, wie viele Erfolge ich habe, und haben da eben halt uns überlegt, dass ich die Massenfunktion darstellen kann als dieser Term, wobei n über k die Anzahl Möglichkeiten darstellt, aus den n Wiederholungen k Bernoulli-Experimente als erfolgreich zu markieren. Und dann habe ich p hoch k als die Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese k-Experimente auch erfolgreich sind. Und 1 minus p hoch n minus k als die Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese n minus k verbleibenden Experimente auch Misserfolge darstellen. Wir haben geschlussfolgert, aus der Linearität des Erwartungswertes geschlussfolgert, dass der Erwartungswert von dieser Verteilung eben sich ergeben muss als n mal p. Und wir haben die Poisson-Verteilung kennengelernt, also eine Art Grenzfall dieser Binomialverteilung, wo wir uns überlegt haben, was passiert, wenn ich das n immer weiter gegen unendlich laufen lasse, ich also die Anzahl der Versuche immer mehr erhöhe, während das p als Erfolgswahrscheinlichkeit immer kleiner werden soll, aber so, dass das Produkt n mal p konstant bleibt, und das haben wir dann Lambda genannt, als eine Art Auftrittsrate, mit der ein gewisses Ereignis eben auftritt, und haben dann eben gesagt, dass die Massenfunktion dann gegen diesen Term hier konvergiert, also Lambda hoch k durch k-Fakultät mal die Exponentialfunktion an der Stelle minus Lambda, und haben auch davon hergeleitet, dass der Erwartungswert Lambda sein muss. Und so eine Poisson-Verteilung kann ich eben halt immer dann anwenden, wenn ich zum Beispiel eine Binomialverteilung habe, wobei die Anzahl der Versuche sehr groß ist. Da haben wir gesagt, dass mindestens 50 Versuche bei einer Erfolgswahrscheinlichkeit von weniger als 5% eigentlich ausreicht, um eine Binomialverteilung durch die Poisson-Verteilung zu approximieren oder anzunähern. Das ist dann eben halt oftmals einfacher, Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Wir haben die geometrische Verteilung kennengelernt, wobei die geometrische Verteilung den Parameter p kennt. Und wir haben gesagt, dass x geometrisch verteilt ist, wenn es dieser Massenfunktion hier folgt. Hier ist übrigens die Klammer zu viel. Also wenn die Massenfunktion sich so ergibt, dass ich halt die Wahrscheinlichkeit für genau k Versuche bis zum ersten Erfolg sich ergibt als 1 minus p hoch k minus 1, also k minus 1 Misserfolge und dann eben noch mal die Wahrscheinlichkeit dafür, dann den Erfolg zu schaffen. Und wir haben relativ elegant geschlussfolgert, dass der Erwartungswert dieser Zufallsvariable 1 durch p sein muss, und auch dazu noch ein Beispiel durchgerechnet. Und dann haben wir zu guter Letzt noch die hypergeometrische Verteilung kennengelernt, die dem Urnenmodell ohne Zurücklegen entspricht, wo ich also davon ausgehe, dass ich in meiner Urne B1 Kugeln einer Farbe habe und B2 Kugeln der anderen Farbe. Und dann habe ich halt, ziehe ich halt n Kugeln, und ich interessiere mich dafür, unter diesen n Kugeln genau k Kugeln der Sorte B1 zu finden. Das Ganze folgte dieser Massenfunktion, und auch da haben wir hergeleitet, dass der Erwartungswert sich dann ergibt als n mal b1 durch b1 plus 2, wobei dieses b1 durch b1 plus b2 im Grunde nur die Wahrscheinlichkeit dafür angibt, eine Kugel dieser Sorte b1 zu finden, und zwar ganz am Anfang, wenn ich noch keine Kugeln rausgezogen habe, und dann eben ähnlich wie bei der Binomialverteilung auch ergibt sich der Erwartungswert wieder als n mal dieses Verhältnis. Also auch das ist dann sehr ähnlich zur Binomialverteilung. Gut, das war's auch schon wieder mit dem zweiten Teil.
Wie gesagt, im dritten Teil möchte ich mich mit kontinuierlichen Verteilungen beschäftigen. Ich möchte da über das Konzept der sogenannten Dichtefunktion reden. Und wir werden dann eine ganze Menge interessanter Eigenschaften kennenlernen, die man eben halt in diesen kontinuierlichen Räumen eleganter herleiten kann, als man das hier in diesen diskreten Räumen könnte. Ich freue mich, wenn ihr auch da wieder mit dabei seid. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Anregungen habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einfach kurz was postet. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.